2005 kam der erste Toyota Aygo auf den Markt. Damals konnte er sich gegen seine neuen Konkurrenten sehr gut behaupten. Nun sieht es ein bisschen anders aus, jetzt gibt es 20 Konkurrenten und jetzt versucht Toyota vor allen Dingen die jungen Käufer anzusprechen. Gelingen soll das durch ein einzigartiges Design. Zwar ist der Aygo das Ergebnis einer Kooperation von Toyota, Peugeot und Citroën, doch die Japaner lassen es sich nicht nehmen, dem Design ihres Stadtflitzers einen japanisch inspirierten Stempel aufzudrücken. Segmenttypisch kommt der Aygo sparsam, flink und wendig daher. Diese guten Tugenden hat er im Vergleich zur ersten Generation noch verbessert. Das neue Design soll auch neue Kunden generieren. Gut am Aygo gefällt mir, dass er halt auch für die Stadt ausgelegt ist. Heißt, die Lenkung ist schön leichtgängig, die lässt sich gut bewegen, gut lenken und der Wendekreis ist klein. Das heißt, in der Stadt kommt man immer gut zurecht. Durch zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten können Kunden sich exakt ihren Traum-Aygo zusammenstellen. Die möglichen Farbkombinationen sind meist sehr kontrastreich. Das X in der Frontschürze sorgt für ein einzigartiges Design, das den Aygo von seinen Konkurrenten unterscheidet. Auch am Heck findet sich das X-Muster. Um aus der Masse herauszustechen, brauchen wir ein expressives und dynamisches Design. Die Inspiration dafür ist die japanische Popkultur, japanische Mangas oder japanisches Kabuki-Theater. Wir nennen sie die J-Factors. Mit dem X in der Front haben wir meiner Meinung nach ein sehr neues Design erschaffen. Auch innen überzeugt der Aygo durch eine kontrastreiche Optik. Die farblichen Akzente kann sich der Käufer selber aussuchen. Alle Bedienelemente sind gut zu erreichen und einfach in der Handhabung. Die Ledersitze unseres Testwagens kosten 1200 Euro extra. In diesem Segment normal der kleine Kofferraum. Normalerweise, wenn ich in ein neues Auto einsteige, stelle ich erstmal das Lenkrad so ein, dass ich überhaupt die Instrumente sehen kann bei meiner Größe. Beim Aygo wurde das anders gelöst. Da wurden die Instrumente nämlich auf die Lenksäule montiert. Heißt, ich kann das Lenkrad so einstellen, wie es für mich am bequemsten ist und sehe die Instrumente noch. Außen gibt es viel Auswahl, im Motorraum nur eine. Der 1 Liter Dreizylinder wurde in seiner Effizienz weiter gesteigert. Mit seinen 51 kW beschleunigt der Aygo in 14,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Er begnügt sich laut Hersteller mit 4,1 Litern auf 100 km. Wer noch etwas sparsamer unterwegs sein möchte, kann sich für ein zusätzliches Eco-Paket zum Aufpreis von 950 Euro entscheiden. Dann sinkt der Verbrauch auf 3,8 Liter. Naja, um ganz ehrlich zu sein, große Unterschiede gibt es in diesem Segment nicht. Die meisten haben in Deutschland einen Basispreis von 10.000 Euro, einen Dreizylindermotor und die Platzverhältnisse sind auch ungefähr gleich. Was allerdings den Toyota sehr positiv von der Masse abhebt, ist sein besonderes Design. Und ich denke, das ist etwas, was die Käufer anziehen wird und auch begeistern wird. Toyota bietet bewusst ein japanisches Auto an und versucht nicht, die Europäer zu imitieren. Hergestellt wird der Aygo trotzdem in der Tschechei. Mit einem Einstiegspreis von 9.950 Euro in Deutschland ist der neue Aygo auf dem Niveau seiner Konkurrenz und wird sicher viele Käufer, besonders auch unter Fahranfängern, finden.